Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Terranigma. Wir sind ja in Loire stehen geblieben und wir wollten uns mal das Schloss anschauen. Wir wurden ja hier so ein bisschen verarscht und eine Lady namens Feida hat uns den Arsch gerettet. Ja, ja. Ich mache sowas nicht aus freien Stücken. Mein Boss sagt mir, was ich zu tun habe. Denkt nicht, dass ich wirklich böse bin. Nein. Der sieht so ein bisschen aus wie dieser Heinz, der sich die Städte anguckt, ha? Mein bestes Rezept ist der Schlaftrunk, bekannt auf der ganzen Welt. Ich suchte im Mooswald nach Zutaten, fand aber keinen Pilz. Sie wachsen in dieser Saison nur spärlich. Ich glaube, den Pilz haben wir sogar schon geholt, oder? Hat ihm also nicht geschmeckt. Ja, und dafür sollte er so viel zahlen. Aber wenn ich den Pilz schon habe, dann kann ich ihn da... Ja, doch. Zumindest glaube ich, dass es dieser Pilz war. Oh mein Gott, dieser Steinpilz. Ich selbst konnte bisher noch keinen finden. Willst du mir den Steinpilz vielleicht überlassen? Natürlich werde ich dir etwas anderes dafür geben. Ja, klar. Natürlich kannst du ihn haben. Ich bin noch nett. Ah, gib den Steinpilz weiter. Danke, das wird allen Schlaflosen ruhige Nächte bescheren. Zum Dank brauche ich dir einen tollen Schlaftrunk. Ach Leute, das mit der Schlaflosigkeit, das kenne ich auch zu gut. Da die Zubereitung Zeit in Anspruch nimmt, komm doch später wieder. Ja, okay. Wie wär's mit jetzt? Seht ihr da draußen? Der Typ sieht genauso aus. Gut, dann können wir ja erstmal zum Schloss gehen. Ihr habt ja schon mitgekriegt, die Prinzessin soll verheiratet werden. Und erinnert ihr euch noch dran, dass gesagt wurde, wegen diesen Blumen, du kannst ein Pinguin und ein stummes Mädchen mit den Blumen glücklich machen? Ihr werdet es merken. Ich bin auf Wache, ja schön. Dein Arsch ist auch auf Wache. Ja, die Soldaten lassen einen hier einfach reinlaufen. Mein Fall ist die Prinzessin nicht. Sie benimmt sich wie ein Püppchen. Sie spricht kein Wort und ist total arrogant. Ja, es hieß ja, wenn die Prinzessin wieder zum Reden bringt, der würde sie zur Frau nehmen dürfen, aber manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie zu sein scheinen. Mehr sage ich euch nicht. Die Prinzessin stammt aus Storkholm, einem Dorf im Nordwesterwald. Ich glaube, der König ließ das ganze Dorf zerstören. Arsch. Hey, soll ich dir von meinen Heldentaten erzählen? Welche Heldentaten? Du siehst nicht gerade heldenhaft aus. Fass dich kurz, wenn du mit Gefangenen sprichst. Nur keine Angst, komm doch auf ein Schwätzchen rüber. Nö. Geh weg. Ups. 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 Ist verschlossen. Haha, wäre auch zu einfach, hä? Ich bin ein berühmter Dieb, aber verstehe das nicht falsch. Ich nehme nur von denen, die zu viel haben und verteile es gerecht. Dieser Rob Wood, erinnert ihr euch, wurde noch mit dem verwechselt. Ich tue doch nichts Verbotenes, oder? Was meinst du dazu? Robin Hood hat sich wenigstens nicht hier... Robin Hood, der hat sich wenigstens nicht schnappen lassen. Oder? Gut, ich kenne nicht viele Versionen von Robin Hood, ne? Ja, ihr seid alle auf Wache. Bist du ein Hochzeitskandidat? Ja. Genau so. Sag mal, ist die Prinzessin eine hübsche Maus? Natürlich, sei still. Warte im rechten Zimmer, bis man dich ruft. Ich will aber ins linke. Blödi, das ist das linke Zimmer. Du weißt doch, wo rechts ist, oder? Ha! Ich bin so ein Rebell, ich gehe einfach wieder raus.
eigentlich jetzt cool? Wir wollen uns ja noch ein bisschen im Schloss umsehen, wenn wir schon mal hier sind, oder? Ich weiß, manchmal, da rushe ich ein bisschen durch die Gegend und das gefällt vielen nicht. Ich mache das halt so nach Lust und Laune. Aber das ist auch so eine Sache. Früher, ich weiß nicht, so früher in der Jugend und so, im früheren Erwachsenenalter, da habe ich wirklich solche Spiele bis auf den letzten Grashalm untersucht. Und gerade die alten JRPGs habe ich so gut es ging auf 100% gespielt, meistens. Irgendwie habe ich aber jetzt nicht mehr den Bedarf dafür. Ich kann es nicht erklären. Was willst du? Tolle Bibliothek. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Junge, du beweist guten Geschmack. Ja, ich weiß. Das ist ein Gästezimmer. Das Zimmer, in dem sich die möglichen Bräutigame vorstellen, ist oben. Vor einiger Zeit übernachtete hier ein hübscher Mann mit langem Haar. Der König sprach lange mit... Ah, scheiße. Der König sprach lange mit ihm. Er sah aus wie ein Prinz. Meinen die vielleicht diesen... Ja, ihr werdet ihn noch kennenlernen. La, 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 la. Hey, Moment. Ich will doch gar nicht wieder raus. Ich wollte doch was anderes zeigen. Die Küche, merkt euch das hier. Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht! Wenn der König das hört, lässt der Gulasch aus dir machen. Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König würde seine Krone einem Fremden vererben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke nur logisch. Ja, scheiße. Ich hab euch belauscht. Du gefällst mir. Sei mein. Vergiss die Prinzessin. Sie ist nicht die Tochter des Königs, sondern nur eine Waise. Ja, sie ist so adoptiert. Bitte? Oh nein, ich hab nichts Schlechtes über den König gesagt. In diesem Topf koche ich das Essen für alle Schlossbewohner. Merkt euch das. Ja, hier gab's nur Kristall. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Kristalle einsammle, wenn ich mich so gut wie gar nicht mit Magie beschäftige hier. So, die Küche merken wir uns. Ah nee, nach oben wollten wir. Seht ihr den Typ mit dem blauen Haar? Der wird gemeint gewesen sein mit dem... Ja, sieht aus wie Prinz. Wenn ich der Mann der Prinzessin wäre, habe ich ausgesorgt. Ja, denken alle nur ans Geld. Die hören nur, oh, ihr könnt eine Prinzessin heiraten. Es war früher so, da wurden Leute aus Königshäusern aus den verschiedensten Gründen verheiratet. Aber ich weiß nicht, also ich könnte sowas nicht. Ich könnte höchstens aus Liebe heiraten. Ich verliere nie, wenn es hart auf hart kommt. Ho, 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 ho. Ja, du mich auch, Weihnachtsmann. Ist die Prinzessin hübsch? Ich hoffe es. Hey, Kleiner. Du willst der Gemahl der Prinzessin werden? Hübsch. Junge, hör mir mal gut zu. Du bist weder stark, noch klug, noch gut aussehend. Keine Chance. Frech wird er auch noch, Alter. Ich breche ihm gleich die Beine. Kann er zur Prinzessin kriechen? Bitte? Du meinst also, du bist perfekt? Genau. Schau dich böse, es steht dir einfach nicht. Ich bin Roy. Die Prinzessin ist mir egal, aber ich liebe ihr Geld. Arsch. Gegen mich bist du chancenlos, Hosenmatz. Ich zeig dir gleich mal, wer hier ein Hosenmatz ist. Hey, mit den goldenen Haaren hast du gute Chancen. Du bist der Erste, der sich der Prinzessin vorstellt. Tritt ein. Ja, logisch. Ich komme als Letzter und darf als Erster.
Hey, Moment, gab's da nicht diesen Spruch, die Letzten werden die Ersten sein? Tag, wo ist denn hier das Klo? Also ich würde gerne nochmal austreten, bevor ich mit der Prinzessin rede. Seine königliche Majestät, der König, benimm dich. Nö. Naja, du mich auch, ihr sagt wieder alle das Gleiche, oder? So kann man natürlich auch Speicher sparen. Mache zuerst dem König und Prinzessin Melina deine Aufwartung. Prinzessin Melina, und fällt euch was auf? Willkommen. Der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich, für die Prinzessin und für unser Land. Ach ja. Und da seht ihr auch Lady Fida wieder. Da bist du. Die Prinzessin ist zu bemitleiden. Hilf ihr, wenn du kannst. Kommt sie euch bekannt vor? Und sie heißt Melina. Prinzessin Melina? Sie sieht aus wie die Melina, die ich kannte. Sogar der Name ist gleich. Was geht hier vor? Was? Sie ignoriert mich. Himmel! Nicht wie meine Melina. Sprech mit mir. Na toll. Ja, schön, das hatten wir doch schon. Der Bräutigam der Prinzessin wird nach den folgenden Regeln ausgewählt. Der zukünftige Ehemann sollte vom Alter her zur Prinzessin passen. Ein schockierendes Ereignis ließ die Stimme der Prinzessin verstummen. Der König ist darüber sehr, sehr traurig. Derjenige, der die Prinzessin heilt, soll ihr Ehemann werden. Um die Prinzessin zu heilen, ist jeder Vorschlag willkommen. Allen Kandidaten steht eine gewisse Zeit zu, ein Heilmittel zu finden. Verstanden? Ja. Nun, ich soll also ein Mittel gegen die Stummheit der Prinzessin finden. Genau. Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Ja, also das Blümchen, beziehungsweise die Orchidee, dachte ich damals immer. Aber hilft leider nicht. Na gut. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Wie gesagt, nein. Und jetzt nochmal nach Loire. Er müsste den Schlaftrunk jetzt fertig haben. Und dann wird's erst richtig lustig. Danke für deine Geduld. Hier ist dein Schlaftrunk. Sogar ein ausgewachsener Büffel fällt sofort in tiefen Schlaf. Damit könntest du alle Bewohner des Schlosses in Tiefschlaf versetzen. Noch so ein Hinweis, ne? Geh bitte äußerst behutsam damit um und setz ihn richtig ein. Yay! So. Ihr werdet vielleicht, wenn ihr Terranigma nicht kennt, gedacht haben, was macht man dann mit der Blume, weil ein stummes Mädchen und ein Pinguin? Ich werde es euch zeigen. Wir gehen nochmal, Nee. Ich wollte nochmal zurück durch die Taklama hier. Shit, wie war denn nochmal der Weg zurück jetzt? Du bist kein Entführer, du siehst viel zu freundlich aus, ja, ich weiß. Ich hörte, dass du Mario kennst. Sag doch Mario, er kann wieder mal reinschauen. Ja, nee, ich suche ein ganz bestimmtes Zelt. Ich war ja schon mal hier. War es das hier? Hat dir jemand erlaubt einzutreten? Nein, also raus mit dir. Fick dich bitte.
Blume. Orchidee. Gibst du sie mir? Ja. Du möchtest diese Blume haben? Klar, hier ist sie. Ah, gib dem Mädchen die Orchidee. Vielen Dank. Ich bin Lisi. Im Übrigen, vorher hätte das Mädchen kein Wort gesprochen. Danke für die Blume. Aber das ist halt nur so eine Spielerei, muss man nicht machen irgendwie. Dadurch tut sich nicht groß irgendwas, soweit ich weiß. Um Himmels Willen, Lisi spricht, das ist ein Wunder. Ja, so, wo ist mein Geld? Nee, Spaß. So, nochmal den Weg suchen. Wenn man die Kraft der Natur respektiert, muss man nichts fürchten. Das sind eher die Menschen, die man fürchten muss. Ja, genau. Jetzt nochmal. Westen bis zu den drei Steinen, dann nach Süden, bis wieder Steine kommen. Dann nach Nordwesten, von den Schädeln nach Norden. Ausgang ist am Riesenschädel. Genau. So, dann rennen wir jetzt nochmal zurück. Ich find's ja doof. Ich finde, es hätte auch gereicht, wenn man den Weg einmal gehen muss. Aber nein, man muss es nochmal. Bis zu den nächsten Felsen. Alter. Dam, dam, dam. Wer hat sich diesen doofen Mist eigentlich ausgedacht? Weil wenn man von der anderen Seite aus durchgeht... Naja, egal. So. Im nächsten Part, ich mache jetzt hier nämlich Schluss, ich bin ein Arsch. Im nächsten Part werden wir erfahren, was wir so alles anstellen können, wenn wir erst den Schlaftrunk eingesetzt haben. Also dann, Leute, haut rein!